herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Episode von Olli fährt. Heute fährt Olli mal mit anderen. Wir haben die Einladung wahrgenommen und fahren mit bei den Oranienburger Bikerfreunden. Kleine Tour am Sonntag, inklusive Essen gehen, ein bisschen Kultur machen, was besichtigen. Wir sind vor 20 Minuten in Oranienburg losgefahren und fahren jetzt Richtung Angermünde. Ganze Menge Leute, ich habe es jetzt noch gar nicht durchgezählt, aber müssten so um die 20, 25 Biker sich eingefunden haben bei diesem wunderschönen herbstlichen Wetter. Wobei wir aber Temperaturen um die 20 Grad haben, ein bisschen Wind, aber es sollte eigentlich trocken bleiben. Zur Not haben wir ja alles im Topcase an Regenklamotte, was man so haben kann. Ja, ich hier heute auf der Neuerwerbung, auf dem Neuerwerb der FJR 1300. Vielleicht habt ihr die Videos schon gesehen. Ich war das erste Mal mit den Jungs zusammen. Bisher alles super, zwei Blocker dabei. Da sollte eigentlich hoffentlich nichts schief gehen. Ja, schauen wir mal. Zwischenstand, kleines Fazit, jetzt nach, naja, noch nicht ganz einer Stunde. Also Sitzposition, Knie, Beine, Füße, alles okay, noch keine Probleme, allerdings meine rechte Gashand muss ich echt noch an diese Haltung gewöhnen. Ich merke also doch ein bisschen im Handballen und im Gelenk. Aber ich denke mal, das ist dann wirklich eine reine Gewöhnungssache. Wenn man 30 Jahre Besenstiele hatte anstatt Lenker, dann muss sich da der Körper doch ein bisschen umgewöhnen. Ja, ansonsten sind wir schon schön über Dörfer gefahren. Richtig krasse Kopfsteinpflasterstrecke war jetzt auch dabei. Das mag sie nicht, habe ich schon gemerkt. Da klappert es dann auch an der einen oder anderen Stelle ganz schön gewaltig. Mir ist jetzt noch aufgefallen, an der Vorder- und Verkleidung fehlen zwei Schrauben. Naja gut, da muss man mal schauen, warum die fehlen, ob man die noch irgendwo reinschrauben kann oder dahinter halt das Teil vom Reinschrauben auch schon fehlt. Egal. Wir fahren weiter. Und haben dann jetzt demnächst ja auch wohl den ersten Zwischenstopp, Raucherpause, wo es dann auch was zum Ampfen gibt. Ja, ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt, dass dieses Motorrad hier nur 5 Gänge hat, will immer wieder in den 6. schalten. Daran muss ich nicht ernsthaft noch gewöhnen. Oh, Rüttelstreifen. Rüttle mich, schüttle mich, die schönste Pflaume, die bin ich. Aber gut, hier wird es bestimmt schon ein paar Abzüge gegeben haben auf der Strecke hier. Die ist nämlich wunderbar. Schön hier, immer am Wasser lang. Das ist schon cool irgendwie. Die große Kunst beim Kolonnefahren ist ja so zu fahren, dass man dem Vordermann nicht drauf fährt und der Hintermann nicht in einen reinfährt. Deswegen sollte man versetzt fahren. Ist natürlich für mich heute eine wunderbare Übung, jetzt hier zum ersten Mal mit der Karre etwas längere Strecke zu fahren.
macht mich fit für den Arbeitsweg. Ja, wunderschöne Kulisse hier. Sehr schön. Fahren jetzt Richtung, wieder immer noch Richtung Angermünde. Und ich muss immer wieder sagen, was ist da, das hat sich auch nach 30 Jahren nicht geändert, wenn man Motorrad mit mehreren Leuten fährt, macht das auch nochmal doppelt so viel Spaß. Motorradfahren generell macht ja schon Spaß, aber wenn man in so einer illustren großen Gruppe dann nur eine Runde fährt, das fetzt dann nochmal gleich viel mehr. Und wie bisher, wie gesagt, bisher keine Ausreißer hier in der Gruppe, alle halten sich an das, was abgesprochen wurde. Macht Spaß. Sehr angenehm. Kurzen Zigarettenpause geht es dann weiter Richtung Angermünde. Ich habe gleich mal zwei geraucht. Wer weiß, wann der nächste Halt kommt. Der Nikotinpegel oben bleibt. Ja, ich habe mal durchgezählt. Es sind 23 Motorräder. Macht schon was her.
So, dann geht ein schöner Tag zu Ende. Super Ausflug mit den Bikerfreunden aus Oranienburg. Schöne Strecke, schöne Pausen. Gut gegessen. Ausreichend Raucherpausen eingestreut. Sind wir jetzt hier wieder zurück in Oranienburg. Ja, rund 230 Kilometer. Tank ist noch über halb voll. Kann man sich, glaube ich, gar nicht über den Verbrauch beschweren. Ja, sonst gibt es nichts zu sagen. Maschine hat wunderbar durchgehalten. Ich würde sagen, euch noch einen schönen Abend, Nachmittag, Tag, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Olli fährt. Mal gucken, was wir dann so anstellen. Auf jeden Fall würde ich mich darüber freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst. Hoch, runter, ist mir eigentlich egal. Abo-Knopf drücken. Kommentar schreiben. Ja, also dann haut da rein. Bis zum nächsten Mal.